Zug um Zug geht es heute los. Heute Abend wird für Sie der Nordbahnhof zum Hauptbahnhof von Krefeld. Viel Spaß! Oh. Ja, ja. Fang aber nicht politisch an, sondern mit einer ganz, ganz interessanten Frau aus unserer Mitte. Sie ist die Vorsitzende des SKF hier in Krefeld, ein Verein von Frauen getragen, der Menschen in Krefeld hilft. Du darfst sie interviewen. Ja. Anne Schneider. Anne Schneider, herzlich willkommen. So, aussuchen, ob grünes oder gelbes. Frau Schneider, der Mann pendelt, die Frau führt das mittelständische Familienunternehmen, sprich Orga, Fahren, Machen, Tun und so weiter. Wie kommt man dann irgendwann, ich habe dann gesagt, ja, heute auf Anne Schneider und so weiter, und die sich in Krefeld so ein bisschen auch gedacht, ja, das ist doch die da, die im Sozialen sich da so engagiert und so weiter. Wie kommt man dazu? Wo kommt dann der Sprung? Wo ist das dann? Ist das, klar, das Vorurteil wäre, ja, nicht genug zu tun gehabt, Kinder sind aus dem Haus und jetzt mache ich mal was anderes. Genau, so ist das. Ja. Nein, stimmt natürlich nicht. Als die Kinder älter wurden, da sagte eine Freundin von mir, engagier dich doch mal bei mir, wo ich so lange schon bin, nämlich bei der Tafel. Und das habe ich dann angefangen, da zu kochen einmal die Woche. Und das hat mir doch tatsächlich die Augen nochmal ganz anders geöffnet. Man ist sich ja soweit bewusst über soziale Probleme, aber alles mehr so theoretisch. Wir haben mit einem Service-Club auch immer Gelder gesammelt für soziale Projekte. Aber kann man ruhig sagen, welcher? Vom Inner Wheel Club viele Gelder gesammelt, aber das sich dann live vor Ort anzuschauen, ist nochmal was ganz anderes. Und da habe ich gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein, da muss noch was kommen. Und dann bin ich ein Jahr beim Kinderschutzbund gewesen, auch eine ganz tolle Organisation, und war bei den Welcome-Engeln. Und dann sagte eine Bekannte, wir brauchen noch jemanden im SKF. Und da dachte ich erst, was ist das jetzt? Und ja, da kommen wir auch gleich zu, was das ist. Und dann bin ich da eben gelandet und verblieben. Dann lösen wir schon mal auf, SKF steht für? Sozialdienst katholischer Frauen. Das hört sich jetzt auf den ersten Blick, ich sage das mal ganz platt, ziemlich spießig an. Genau, dachte ich auch. Da dachte ich erst, da bleibe ich wahrscheinlich gar nicht, aber das hat sich als ganz anders dargestellt. Ja, da wird man dann auf einmal irgendwann Vorsitzende. Wie muss ich mir das vorstellen? Was macht der Sozialdienst katholischer Frauen? Also ich vermute mir, ja, er hat eine christliche Orientierung, aber ich habe mal kurz, das tun Juristen dann gerne, ich habe mal den Orga-Plan geguckt, das ist doch ziemlich viel. Was müssen wir uns darunter vorstellen für die, die nicht so oft damit zu tun haben? Also wir kümmern uns in allererster Linie um Frauen, die in Not geraten sind, und ihre Kinder und die Familien. Das ist eben so ein weicher Punkt in der Gesellschaft. Frauen sind per Natur die Gebärenden, die Aufziehenden. Natürlich verändert sich das heute. Viel mehr Männer kümmern sich auch um die Kinder. Und dennoch, also ich sag mal, die Menschheitsgeschichte zeigt, Frauen sind da irgendwie für geschaffen. Dann später, wenn die Kinder größer sind, kümmern sich die Frauen auch meistens um die Eltern, wenn die alt werden. Viele Frauen sind, gerade wenn sie mindere Bildung erfahren haben, dann auch so, dass sie sich an Männer hängen und vielleicht hängen gelassen werden und nicht aktiv sind, keine Bildung nachholen und bleiben dann oft auf der Strecke. Und da setzen wir dann an. Einsetzen heißt ehrenamtlich oder nicht? Also das können wir ja sagen, Sie machen es ehrenamtlich, ja, aber es gibt nicht nur Ehrenamtliche. Nein, wir haben 185 Ehrenamtliche, die sich engagieren, aber wir haben 211 Festangestellte. Okay. In diversen unterschiedlichen Bereichen, nämlich Beratung, zum Beispiel Sozialberatung, Schuldnerberatung, Trennungs- und Scheidungsberatung, aber auch Beratung bei Schwangerschaften, was passiert, was mache ich jetzt, was kann ich tun, wenn ich gar kein Familienumfeld habe. Oder eben auch, wir kümmern uns um die Frauen im Frauenhaus, Mädchenwohnheim, wir kümmern uns um psychisch erkrankte Frauen. Ist eine ziemliche Bandbreite. Ja. Kriegt man das alles aus Spenden finanziert? Arbeitet man da mit Stadt, Land? Mit wem arbeitet man da zusammen? Das ist ja nicht etwas, wir stellen uns dann immer vor, ja, dahinter steckt die katholische Kirche, die hat so viel Geld, die kann das schon machen. Nee, also von der Kirche, wir sind eine Tochter der Caritas, aber wir bekommen nur 7% aus Kirchensteuermitteln. Das ist bei einem Gesamtvolumen von 7 Millionen nicht viel. Wir werden großenteils von der Stadt finanziert. Manches vom Land, manches vom Bund, es hängt immer von den Projekten ab. Aber einige Projekte sind rein spendenfinanziert. Da ich weiß, dass der Viktor nachher noch was sagen will, was gibt es da so für Projekte? Was vielleicht was Aktuelles oder so? Also aktuell haben wir zum Beispiel großen Bedarf bei der Betreuung von Kindern psychisch erkrankter Eltern,
die sich meistens als sehr schlecht fühlen. Die wissen gar nicht, was ist los mit meinen Eltern, warum benehmen die sich anders. In der Schule sind die Kinder oft etwas ausgegrenzt, weil sie sich, die erzählen nichts von zu Hause. Weil man sich auch schämt. Dann. Genau, und die wissen es vielleicht auch noch gar nicht einzuordnen. Und dann werden oft die schulischen Leistungen ganz schlecht. Und dann bieten wir dann Gruppen an, wo die Kinder unter sozialpädagogischer Betreuung lernen, erstens, dass auch andere in solchen Situationen leben, andere Kinder, dass, wie gesagt, auch sie nicht schuld sind. Wie können sie sich verhalten? Wie kann man Selbstwert steigern? Das ist ein wöchentliches Treffen und das läuft dann meistens über 9 Monate. Und das hilft denen enorm. Wenn ich Sie jetzt so höre, wie Sie darüber reden, mit diesem ja auch sehr immer positiven Gefühl, wie kriegt man weitere Ehrenamtler dazu bewegt? Ist das Netzwerk, spricht man an, kommen die Menschen von sich aus oder wie muss ich mir das bei den Ehrenamtlern vorstellen? Also wir brauchen immer gute Presse, viel Presse. Wir haben eine hervorragende Kraft, die haben wir damals über die Glücksspirale finanziert bekommen. Die ist unsere Ehrenamtskoordinatorin und bei 185 Menschen ist das natürlich auch wichtig, sodass man eben, wenn man Interesse hat an einem Ehrenamt, nicht einfach sagt, ich möchte was tun und bekommt einen Job ausgeproppt. Da kann man selbst ganz genau sagen, was sind meine Vorlieben, was sind meine Fähigkeiten. Das wird dann quasi individuell angepasst. Und wenn es einem nicht mehr gefällt, kann man auch sagen, können wir was Neues suchen. Also das ist heute wirklich sehr bestimmbar durch einen selbst als Ehrenamtler. Mhm. Viktor, wo ist denn der Viktor? Komm du mal her, du hast ja auch noch was, was du sagen wolltest und machen wolltest. Nein, der Abend hat auch immer einen besonderen Zweck. Sie wissen das, dass wir immer einen Reinerlös haben. Und dafür möchte ich mich erstmal bedanken bei denjenigen, die diesen Reinerlös auslösen. Das sind nämlich Sie, liebe Gäste, mit Ihrem Besuch und mit Ihrem Eintrittspreis. Herzlichen Dank dafür, dass Sie unsere Veranstaltung hier immer so wohlwollend begleiten. Und natürlich, diese Veranstaltung bedarf immer besonderer Vorbereitung. Unsere Moderatoren Otto Fricke und Michael Heusen sind mit großem Engagement immer dabei. Jochen Butz hat es jahrelang auch gemacht. Auch nochmal herzlichen Dank an dieser Stelle, lieber Jochen. Und ihr beide macht es immer ehrenamtlich. Herzlichen Dank. Und alle Interviewgäste sind auch hier ehrenamtlich und opfern ihren Samstagabend für uns. Auch dafür, glaube ich, bitte einen großen Applaus. Ja, und für den Reinerlös, da haben wir uns natürlich was überlegt. Ich habe erst gedacht, Jugend forscht. Wir unterstützen hier an dieser Stelle den Neubau der Brauerei. Aber Frau Schneider, Sie haben das so toll gemacht, so überzeugend. Ich glaube, Sie sind alle damit einverstanden, dass wir diesen Reinerlös heute in Höhe von 2.000 Euro Ihnen, Frau Schneider, überreichen dürfen.